Der regierende Online-Poker-Weltmeister wurde als Jonas Lauk im sonnigen Saarland eines Lehrerehepaars geboren. Sein erster Berufswunsch war LKW-Fahrer, dann Pokerspieler. Jetzt spielt er am liebsten live und studiert Mathe und Sport auf Lehramt. Der Wahlwiener ernährt sich am liebsten von Sushi und Steaks, reist für sein Leben gern und hört beim Grinden Coldplay. Bis jetzt hat er eine kleinere Schwester, 5 Major-Tournaments gewonnen und eine heimliche Liebe zur Innenarchitektur. Wir begrüßen Jonas Lauk im Plan P Skype-Interview. Hallo Jonas. Hallo. Jonas, was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem du den Titel gewonnen gehabt hast? Also, als Erstes bin ich, vom Stuhl aufgesprungen, meine Freundin in den Arm genommen und anschließend noch ein Bier geöffnet und dann erstmal drauf angestoßen auf den Sieg. Das war das Erste, ja. Freude ist groß. Die Freude war groß und ist immer noch groß. Irgendwie so die ersten Tage war es ein bisschen surreal, da konnte ich es noch nicht wirklich glauben, aber mittlerweile ist es so langsam angekommen. Ja. Cool. Du, kannst du uns die 3 Tage ganz kurz zusammenfassen? Ja, also der erste Tag war ein Sonntag, war jetzt kein gewöhnlicher Sonntag, weil halt das Main Event ist ja schon das prestigeträchtiges Turnier. Das gab noch, auf anderen Plattformen gab es noch 2000er Main Events, sodass es schon so, an so einem Sonntag erhofft man sich dann natürlich immer, okay, da könnte man was Großes gewinnen. Die Preisgelder sind größer. Und trotz alledem war es jetzt fürs Main Event speziell noch kein besonderer Tag, weil das Turnier irgendwann um 5 oder so unterbrochen wurde. Dann ging es dann in Tag 2, wir waren noch nicht im Geld, hatte zwar über Average Stack, aber trotz alledem war ja noch nichts gewonnen und die Hoffnungen waren jetzt noch nicht zu groß, dass ich da irgendwie was reißen kann. Dann einen Tag später ging es dann wieder um 20 Uhr los. Dort war dann das erste Ziel, mal ins Geld zu kommen. Das habe ich dann auch glaube ich, mit einem relativ guten Stack geschafft, sodass die erste Hürde genommen war. Und dann, je weiter es dann ging, umso größer wurde natürlich auch die Euphorie. Und dann dachte man irgendwann so, okay, so langsam geht es ins Eingemachte, da könnte was Großes bei rumkommen. Und als es dann auch um 8 Uhr morgens in der Früh dann bis zum Final Table ging, also da waren dann noch 9 Spieler übrig, da war dann wieder eine Unterbrechung, ging es dann wieder einen Tag später um 20 Uhr weiter und da war ich dann auch irgendwie erschöpft und müde, weil es dann noch 12 Stunden später wieder losging. Bin dann ins Bett gefallen, allerdings war dann die ganze Müdigkeit auch verbunden mit Euphorie und Nervosität, sodass ich dann in der Nacht nicht so wirklich gut schlafen konnte. Also ich hatte mir erhofft, so dass ich vielleicht 8 Stunden schlafen kann, dann anschließend noch was esse und dann motiviert und ausgeruht an den Final Table mich setzen kann. Allerdings war ich dann, nach 4 Stunden zum ersten Mal wach und dachte, okay, ich muss mich wieder rumdrehen, ich muss noch weiter schlafen, 4 Stunden reicht nicht. Allerdings nach 6 Stunden Schlaf konnte ich dann nicht mehr weiter im Bett liegen und musste dann aufstehen. Und dann... Warst du zum Finaltischbeginn nervös? Am Anfang war ich auf jeden Fall nervös, ja. Man will ja nicht dann als Erstes rausfliegen, da war dann so die Strategie auch, okay, jetzt erstmal so 1-2 Bust-Outs überstehen, so von, dass man schon mal ein gewisses Preisgeld sicher hat. Und leider kam es dazu dann aber nicht, weil ich direkt am Anfang, ich glaube, das erste Orbit war es, der Chipleader hat geraced, ein anderer ging für 22 Big Blinds All-In und ich sitze dahinter mit Ass-König im Small Blind, hab 30 Big Blinds, glaube ich, gehabt. Und Ass-König lege ich dann nicht weg, bin dann auch All-In und bin gegen Ass-Dame zum All-In gekommen, was ja sehr gut ist. Und leider hat er dann am River, kam dann diese Dame und dann die Chips rüber zum Gegner gewandert. Und dann war ich auf einmal letzter an Chips mit 7 Big Blinds und dachte mir so, okay,
Das habe ich nicht so vorgestellt. Jetzt wird es schwierig. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht auf dem 9. Platz jetzt nach Hause gehen muss. Du bist auf 7 Big Blinds runter gewesen, hast dann doch zweimal die Asse bekommen, die dir ein bisschen weitergeholfen haben oder sehr weitergeholfen haben. Wie schwer war der Tisch grundsätzlich zu spielen? Hast du mehrere harte Entscheidungen gehabt oder war es so easy wie Asse und Ass König, wie es klingt? Also mit den 7 Big Blinds, dass der Spielraum ja eh nicht groß, da ist man ja gezwungen, irgendwelche guten beziehungsweise passablen Hände für 7 Big Blinds zu bekommen. Dann kam halt auch einmal die Asse, mit denen ich dann direkt doppeln konnte und hatte dann wieder so 20 Big Blinds. Dann hat man ja wieder ein bisschen Spielraum und hat dann, ich weiß gar nicht, ein paar Mal gerepusht gegen Big Stack, das ging dann immer durch. Und dann habe ich nochmal einen Doppler gehabt mit Assen. Das war dann schon so eine Hand, die mich dann wieder nach oben katapultiert hatte, wo ich dann wieder Spielraum hatte, um Postflop ein bisschen zu spielen. Also, dass man nicht immer nur auf diese All-Ins angewiesen ist. Und das waren halt so die auf jeden Fall die wichtigsten Key-Hände. Ich weiß gar nicht, ob hinten raus dann nochmal irgendwas. Eine große Hand kam. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Asse waren auf jeden Fall die Schlüsselhände, die mich dann halt wieder ins Spiel gebracht haben und dann nach und nach waren es dann, glaube ich, eher nicht so die Riesenkette. Du hast dir dann zweimal auch einen Deal abgelehnt, einmal bei 4 Left, einmal bei 5 Left. Gewisse Überheblichkeit dabei gewesen oder Selbstbewusstsein? Also mein Ziel vor dem Final Table, beziehungsweise ich hatte mir so gesagt, okay, wenn du jetzt die ersten 5 Plätze erreichst, dann bin ich zufrieden. Das ist so, dann hat man ein gutes Geld sicher. Dann ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich noch zu 5 left waren, fiel auch irgendwie so der ganze Druck von mir ab und es hatte sich irgendwie nicht mehr so angefühlt nach, okay, jetzt musst du ja aufpassen, dass du jetzt noch die 100.000 mitnimmst oder so. Und ich war halt eh der Chipleader zu der Zeit und hatte doppelt so viel wie der Zweitplatzierte und ich wusste halt, ich bin in der besten Ausgangssituation. Die anderen sind darauf angewiesen, wegen ICM zurückhaltender zu spielen. Die müssen aufpassen, dass sie halt nicht als Fünftes rausfliegen, weil die Preissprünge auch richtig enorm sind zu dem Zeitpunkt. Und ich wusste halt, okay, ich sitze am längeren Hebel, die Leute müssen mir auf jeden Fall Geld noch zusätzlich abgeben, um einen Deal verhandeln zu können und das zu klären, weil ich Also du hast das quasi dann gefreerollt ab dem 5. Platz, oder? mehr oder weniger, also ich sag mal, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, war erreicht und ich habe auch, glaube ich, das Geld irgendwie an sich so ein bisschen ausgeblendet. Also irgendwie war das mir gar nicht so richtig bewusst. Okay, hier geht es jetzt um 1,5 Millionen und 400.000. Das sind eh so Summen, um die spielt man ja nie. Oder ich habe noch nie um solche Summen gespielt. Und ich dachte mir halt so, okay, wenn ich jetzt weiterspiele, selbst wenn ich einen Shortstack aufdoppel, dann bin ich halt immer noch in einer Lage, dann habe ich gleich viel Stack wie die anderen Spieler und dann kann ich halt immer noch einen Deal eingehen und so lange will ich halt noch ein bisschen weiterspielen, wenn die mir nicht halt den Betrag X zusätzlich abgeben. Das wollten sie ja halt nicht und im Nachhinein hat sich das ja auch dann ausgezahlt. Hast du 100% auf dich selber gehabt oder hast du Prozente abgegeben? Ich habe auf jeden Fall was abgegeben, also gerade bei so teuren Online-Turnieren. Verkaufe ich dann schon Anteile beziehungsweise swappe auch mit anderen Spielern. Wie viel genau ich jetzt abgegeben habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt erzählen, aber es hat sich definitiv noch gelohnt für mich. Wie siehst du eigentlich den Schwierigkeitsgrad bei großen Online-Turnieren? Also der Schwierigkeitsgrad ist schon wesentlich höher als vergleichbar mit einem mal ein Daily Grind, wo man so ein 100er, 200er spielt. Das sind ja dann so unter der Woche die höchsten Blinds meistens, die man spielen kann. Allerdings ist bei so einem Main Event, kommt da noch hinzu, es sind dann schon die ein oder anderen Satellite-Gewinner, die dann dort dabei sind. Allerdings generell
würde ich das Turnier schon als relativ tough einschätzen. Es sind keine richtig schlechten Spieler dabei. Dennoch habe ich mir auf Großteil des Feldes Edge gegeben und das war halt auch der Grund, weshalb ich das dann gespielt habe. Auf der Weser B bist du zwar 37. geworden, bist aber mit Assen gegen Ass König raus. Jetzt hast du nochmal Assen gehabt am Finaltisch. Gibt es sowas wie eine Gerechtigkeit? Ich hatte sogar also beim Wesop Main, das war halt natürlich bitter irgendwie, wenn man so gerade bei 37 Left mit Assen gegen Ass König rausfliegt, wo es halt auch nicht gerade für 10 Big Blinds, sondern für 30 Big Blinds waren, glaube ich, jeweils. Das hätte mich halt auch eine gute Ausgangslage gebracht und natürlich schmerzt es halt besonders in so einer Phase dann, wenn man schon die Chance hat auf so viel Geld und gerade in so einer Phase Asse gegen Ass König zu verlieren. Leider verliert man halt zu ungefähr 5% der Fälle, verliert man die Hand auch mal und ja, da muss man halt auch, das ist halt ärgerlich, das bleibt irgendwie so im Hinterkopf, aber man muss halt auch weitermachen und jetzt am Final Table, wenn man Asse hat, man gewinnt sie halt meistens Pre-Flop All-In, weil man halt großer Favorit ist gegen alle anderen Hände. Und ja, was heißt Ausgleich und Gerechtigkeit? Ich glaube, ich würde sagen, es gehört halt zum Poker dazu. Mal gewinnt man sie, mal verliert man sie. Und Als du nachher 5 Left warst oder 4 Left warst, hast du dein Spiel dann verändert? Hast du dann aggressiver, wesentlich aggressiver, hast du das Spiel sehr verändert nachher oder? also dadurch, dass ich Chipleader war und die anderen halt unter Druck setzen konnte, habe ich halt schon wesentlich mehr Hände gespielt und geraced, die ich halt mit anderen Stack-Sizes nicht raisen würde. Beispielsweise, ich bin ein kleinerer Stack oder ein Groß-Big-Stack sitzt links von mir, dann hätte ich halt viele Hände, die ich geraced habe, nicht geraced. Allerdings habe ich halt gemerkt, okay, die Leute geben mir keine Gegenwehr, beziehungsweise sind auch gezwungen, nicht so viel zu machen. Und deswegen konnte ich halt schon, any tool will ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr weit konnte ich Wie viel das. Prozent hat seine Hand Ranges vergrößert? Boah, sowas kann ich. Da bin ich immer relativ schlecht in diesen Zahlen, aber ich kann es nicht sagen. Also schon extrem. Das war schon extrem Beispiele. Was wirst du jetzt die nächsten Tage noch machen? Heute werde ich noch ein bisschen online spielen. Also gestern habe ich das erste Mal wieder online gespielt, nachdem ich das Turnier gewonnen hatte. Und war auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen heiß drauf, hatte Lust bekommen und heute versuche ich dann auch wieder direkt anzugreifen und was mache ich noch? Kriegst du jetzt hast du einen spürbaren Respekt jetzt am Tisch? Wenn du dich an den Tisch setzt, hast du einen spürbaren Respekt? Oder wollen die Leute jetzt mehr Hände gegen dich spielen oder weniger? Ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden gestern. Es gab ein paar Leute, die mich sofort erkannt haben, die mir dann auch Glückwunsch in den Chat geschrieben haben. Es gibt bestimmt solche und solche. Also ich glaube, manche Spieler, die werden meinen Namen dann lesen und wissen, okay, der hat jetzt das League of Legends gewonnen. Die sind dann ein bisschen vorsichtiger. Andere Leute, die denken sich dann aber auch, ah, das da ist doch der Weltmeister, mit dem will ich mich jetzt battlen und machen dann ein bisschen Harakiri-Sachen vielleicht. Also Ja, sicher, jeder möchte sich mit dem ich Weltmeister werde betteln, wahrscheinlich, klar. unterschiedliche Erfahrungen sammeln, aber es wird bestimmt interessant, also bin mal gespannt. Du, bei uns zu Hause ist es so, wenn ein Weltmeister sein Heimatdorf besuchen fährt, dann spielt die Blaskapelle dort, ein kleines Kind steht dort mit einem Blumenstrauß, der wird dann überreicht, ein Kinderchor singt auch noch. Und der Sieger hält einen Pokal in die Hand. Wir wissen jetzt, dass es keinen Pokal mehr gibt. Weißt du eigentlich, was der Token of Recognition, Scheiße, wie heißt das Ding? Was gibt's jetzt eigentlich als Pokal oder als Nicht-Pokal? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob ich überhaupt irgendwas bekomme, weil ich von Bekannten gehört habe, es soll abgeschafft worden sein, ein Pokal oder eine Uhr. Ich glaube, früher hatte man immer eine Uhr bekommen bei der Scoop und WQ, aber das soll abgeschafft worden sein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwas bekomme. Lustigerweise, ich habe mich auch ein bisschen dafür interessiert, habe gestern im VIP-Store da bei PokerStars reingeschaut und geguckt, ob es dort irgendwas gibt.
Und dort habe ich jetzt rausgefunden, dass man als WCUP-Gewinner sich einen Card-Protector zusenden lassen kann. Also das ist dann scheinbar mein Was Pokal. ich ja schön finde, was ich ja schön finde, einen Card Protector fürs Online-Spielen. Cool, dann danken wir Ja. dir. Du wirst jetzt nach Hause fahren, wahrscheinlich zu den Eltern. Ne, ich bleibe jetzt noch, ich weiß noch gar nicht genau, wann ich nach Hause fahre. Ich bin jetzt vor noch ein bisschen in Wien, ich glaube Ende von dem nächsten Monat. Ich habe noch keinen genauen Termin festgelegt, wann ich zurückfahre. Ich werde noch ein bisschen in Wien sein, auf jeden Fall. Okay, mein Lieber. Dann danken wir Ja. dir. Ich hoffe, es funktioniert alles, weil sonst werde ich wahnsinnig. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert hat, dann melden wir uns nicht mehr. Dann machen wir Gedankenprotokoll. Also, ich muss euch jetzt echt noch erzählen, was heute passiert ist und warum er mir heute nicht in diesem Interview sieht. Ganz einfach, weil ich die Nerven verloren habe, weil wir das Interview sage und schreibe dreimal machen mussten. Beim ersten Mal hat es den Ton nicht aufgenommen. Beim zweiten Mal haben wir aus der völligen Verwirrung heraus vergessen, auf den Aufnahmeknopf am Bildschirmaufnahmegerät zu drücken. Und da war ich dann so genervt, dass ich das Mikrofon einfach nur noch durch die Gegend kaut habe, was man eventuell am Anfang sehen kann. Ja, der Robert hat Gott sei Dank die Nerven behalten, hat das Interview dann zum dritten Mal gemacht und der Jonas hat die Nerven behalten, wofür wir ihm echt unendlich dankbar sind, Danke, weil es Jonas. ist Sonntagnachmittag und er hat sicher Besseres zu tun, als 3 Stunden mit uns Interviews zu machen. Ja. Ja, wow, das ist echt, das ist richtig scheiße. Ja, genau, so ist es. Was war das Erste, was du empfunden hast, wie du gemerkt hast, dass der Aufnahmeknopf nicht funktioniert? Völlige Verzweiflung.